Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Denken Podcasts von dem dritten Tag der World Mountain and Trail Running Championships 2023 in Innsbruck-Stubai. Wir sind heute bei der sogenannten Königsdisziplin, wobei man das bei diesen verschiedenen Distanzen so gar nicht sagen kann, weil das ist jede für sich eine eigene Königsdisziplin. Aber es war auf alle Fälle die längste Disziplin, nämlich mit 87 Kilometer knapp oder 86,9 und plus 6500 Höhenmetern. Die Uhren werden wahrscheinlich dann irgendwas sagen zwischen 6, 4 und 7. Und wie wir gestern schon besprochen haben, haben wir am Anfang eine Schleife in Stubaital drinnen gehabt, die einmal richtig nach oben losgegangen ist. Dann sind wir ein zweites Mal durch das Stadtgebiet durchgegangen und dann den Downhill von gestern raufmarschiert, oben entlang. Ist es dann rübergegangen bis nach zur Muttereralm runter, Birgitz, Kranebitten, auf die Nordkettenseite rüber und dort drauf Achselkopf zu dem, ach Gott, jetzt habe ich den Brunnen vergessen, und relativ steil dann wieder über die Hungerburg runter nach Innsbruck. Und da muss ich sagen, Flo, ich habe gedacht, es wird erst entschieden am letzten Anstieg, hab dazwischen, war ich mir nicht sicher und habe mir gedacht, ah, wird doch vielleicht nicht ganz so spannend. Wie hast du empfunden, das ganze Rennen? Ich glaube, es hat die kühnsten Träume des Alex Pittels erfüllt und jedes Rennen hat einfach seine eigene Dynamik gehabt und war spannend ohne Ende. Und zum dritten Mal haben wir Alex Pittel die Woche erwischt. Er entkommt uns nicht. Jetzt da, hast du ein bisschen gedacht, es wird heute also ein bisschen mehr auseinander sein, oder hast du gehofft, dass es so eng und so knapp ist? Ja, wahrscheinlich. Ich denke, jetzt sagen mal, unter dem Motto leider geil, oder? Ist natürlich schon gut, dass die beieinander sind, oder? Also, und wir waren jetzt gerade im Landestheater drin, um quasi nochmal wegen dem heutigen Abend zu sprechen, und der Portier schaut auch Livestream und sagt, so geil. Also, es ist echt der Wahnsinn. Ja. Ja, wenn jemand, der sonst da vielleicht nicht einmal gar nicht so viel damit zu tun hat, auch schon Livestream schaut. Wahnsinn. Und man merkt da die ganze Stadt jetzt da, die Kommentatoren und der Livestream, die machen schon sehr viel aus. Und das ist einfach von der Coverage und vom Fest her großartig. Also, ich glaube, die sportliche Geschichte passt sich dem Rest des Events einfach an und sagt, wenn der Rest geil ist, dann müssen wir halt auch was liefern. Dann müssen wir Gas geben, oder? Und dann muss man langsamer laufen, dass die anderen wieder zurückkommen und dass es ein spannendes Finish gibt. Ne? Nein, wenn es heute noch so cool wird, wie wird es dann erst morgen? Weil morgen wird ja nachher da wirklich die Hölle losbrechen, oder? Nein, morgen. Ich kann gar nicht denken an morgen. Ich glaube, morgen wird wirklich ein total cooler, riesen cooler Tag. Also es ist ja da dieses Race zur Hölle, einfach schon durch die UCI-Rad-WM, einfach ein Namen, gell? Ja klar, wir haben so ein bisschen das Konzept mitgenommen, aber ich denke, jeder kennt es, jeder ist es voll sag ich jetzt mal, Staff, oder? Und jetzt? Ja. Nein, jetzt sind alle eingegroovt und ich habe heute schon von ein paar Athleten auch gehört, die alle gesagt haben, morgen wird da echt die Hütte abgerissen werden. Das glaube ich auch, ja. Und am Schluss noch der Tim Benzko, nicht? Und dann, glaube ich, ist die Party perfekt. Gell? Großartige Woche. Also, Gratulation jetzt schon. Morgen, da wischen wir die wieder irgendwo. Ja, genau, ja. Danke. Okay. Danke. Um vielleicht noch ganz kurz am Anfang anzufangen, Start war um 6.30 Uhr im Neustift und da war die erste Runde. Und ich muss sagen, es ist ja gleich irgendwie mit einem Krach im Endeffekt losgegangen. Wir sind zuerst, im Endeffekt waren über den ganzen ersten Anstieg gesehen, zwei Japaner, die sind vorgelaufen wie die wilden Hunde, als hätten sie einen, wie hast du so schön gesagt, als hätten 86 Kilometer mit 8,6 Kilometer. Ja, klassischer Kommafehler passiert heute. Ja, das ist halt Jetlag. Schwierig. Ja. Aber die sind halt losgestimmt und ja, die gibt es immer und vielleicht irgendeiner in 100 Jahren geht auf, aber das war relativ klar, dass die wahrscheinlich nicht machen werden. Und glaube ich, wir zu erwarten waren die großen Favoriten, Namberger, Graslitz aus österreichischer Sicht, die haben sich alle mal erst defensiv gezeigt, zurückgehalten, haben die wilden Hunde halt einmal machen lassen. Und war, glaube ich, der Plan hinterher dann die Leichen aufzusammeln
Und die Japaner waren dann aber auch relativ schnell nach dem ersten Downhill quasi wieder Geschichte. Ich glaube, es haben beide auch im Endeffekt nicht ins Ziel geschafft, wenn ich das richtig... Einer von den zwei weiß ich auf jeden Fall, dass es ins Ziel geschafft hat. Und es haben dann nach dem ersten Anstieg, nach Abstieg, wieder in Neustift zwei Rumänen. Na, noch, wenn man durch Neustift durch ist, also wirklich durch die Labestation, durch die große, war erster dann ein Filipino. Der war ganz knapp, also das waren Sekunden vor dem einen Rumänen, der dann auch ausgestiegen ist. Und dritter war dann der Andreas Reiterer. Das war nämlich der erste und eigentlich einzige Favorit, der sich ganz früh nach vorn gesetzt hat. Und dann war ganz am Anfang war ganz viel, waren ganz viele Leute, die du nicht so richtig kennt hast. Ja, genau. Stimmt, die zwei Rumänen waren dann irgendwann davor, die sind wir dann auch wieder auf dem langen Flachstück nach Neustift rein, sind die wieder aufgegabelt worden. Und Andreas Reiter hat ja dann sich irgendwie vorne festgesetzt und also hat sich dann später vorne festgesetzt und hat das Ding eigentlich über die meiste Zeit dominiert. Ja, er hat quasi so ein Race from the Front gemacht. Wir haben ihn dann auch nochmal im Interview, also wir haben heute wirklich viele coole Stimmen aus der Mixzone gekriegt für euch und er hat sich einfach gut gefühlt. Es war halt nur für 5 Anstiege von 6. Andreas Reiterer, wie war das Rennen für dich jetzt da? Ja, das Rennen war, eigentlich war es brutal. So viele Höhenmeter auf der Distanz ist schon zack, aber im Großen und Ganzen war es so ein geiles Rennen, weil mit den ganzen Zuschauern und so viele Leute von meinem Dorf waren. Aber es war richtig, irgendwie gefühlt wie beim UTMB oder Zieleinlauf, das ist Wahnsinn, ja. Also da haben sie euch richtig was Geiles auf die Füße gestellt. Ja, da muss man Innsbruck ein Kompliment machen, weil was sie da, das ist wirklich top, ja. Naja, und als Südtiroler muss man ja eigentlich diese brutalen Anstiege gewohnt sein, oder? Das muss ja eigentlich genau deins sein. Ja, 5 sind gut gegangen, aber der letzte nicht mehr. War das quasi die Taktik, dass du sagst am Anfang, ich gehe voran und schaue einfach, was ich an Vorsprung raushole? Oder ist es einfach gut gelaufen? Nein, ich habe mich gut gefühlt und ich habe mir nie gedacht, dass ich am Limit war. Aber so, zum Schluss ist es halt dann trotzdem wahrscheinlich zu schnell gewesen. Aber. Nur zu schnell oder war es das Wetter auch? Es war doch sehr heiß hinten raus im Gegensatz zum Anfang. Es ging schon. Ja? Ja. Das, ich gebe niemand die Schuld, weil Schuld bin ich sicher selber, aber müssen wir erst schauen. Also beim Vize-Weltmeisterschaft von Schuld sprechen nein, ist jetzt auch groß. Nein, so, jetzt feiern wir mal den Erfolg und dann geht es weiter. Das glaube ich auch. Also da musst du auf jeden Fall groß feiern, weil wenn du hast, ja, wer waren die Top-Favoriten, warst du dabei und von denen bist du halt auch der Erste, gell? Ja. Ja, der Franzose da, der hat mich überrascht. Aber ja. Super Leistung, ja. Ja. Der hat ein brutales Comeback geliefert. Ja. Wie hast du empfunden, dass am Anfang irgendwie 4-5 Leute in einer absurden Geschwindigkeit losgeprescht sind? Ah, das sind die Japaner gewesen, oder? Ja. Ja, das ist schon öfters. Hast du das bemerkt und hast du gedacht, ja, wird schon passen? Die spinnen oft weg und nach einer Stunde ist dann fertig. Den muss man leider lassen. Achso, okay. Das lernt man dann mit der Zeit, oder? Ja, man kennt ja die Leute, die vorne mitlaufen. Aber ja. Ja, ganz großartig, also ich muss sagen, Hut ab und jetzt da abfeiern. Ja, danke. Danke dir. So ist Ultrarennen, aber ganz ehrlich, er hat sich auch im Interview gesagt, er hat sich einfach gut gefühlt und er ist einfach sein Tempo gelaufen. Das Tempo war halt gut für den ersten. Und er hat ja bis auf den letzten Anstieg wahnsinnig souverän geschaut, wahnsinnig kontrolliert, war immer so 4-5 Minuten. Ist jetzt keine Welt im auf die Distanz, aber durchaus ein solides Ding. Und wenn du jetzt dann keinen Einbruch hast, blöd, dann hätte er das auch quasi relativ locker ins Ziel laufen können. Er ist aber dann vom Franzosen im Endeffekt im letzten Downhill von... Im letzten Uphill. Stimmt, von Benjamin Roubier.
Puh, da, die Bergziege wird uns jetzt schimpfen, wahnsinnig. Überholt und der hat ja einen Power-Move geliefert bei der Überholung, wie er im Bilderbuch steht. Der ist ungefähr 20 Meter Distanz hinter ihm, hat angefangen zum Laufen, so lange gelaufen, bis er quasi Sichtweite war. Und dann ist er wieder chillig dahingegangen. Congratulations to your big victory. Was there one moment you thought you can't catch Andreas? That it was too far away? The 60 kilometer, it was aid station, and at this moment, my teammates tell to me I gain distance on him, and I push really hard to keep it before the last uphill. So it was a hard effort, and I don't assume it, this one. Yeah. I am beginning to have cramps and sensation of tired. So at this moment I'll drop it down, and during the last appeal I finished to saw him, and I don't realize it, and I take my chance to pass him. Yeah, then you flew to the finish line. At this moment you caught him, you flew away. It's the best gift that that you can have on a race when you begin with the leader, to keep them one by one and finish to keep the first. It's amazing moments. Yeah. Thank you very much, and now let's have a blast at the ceremony. Thank you too. Ja, und er ist ja noch ganz am Schluss. Er ist 7 Minuten 50 vor Andreas Reiter ins Ziel gekommen und hat wirklich ein brutal gutes Rennen abgeliefert. Also der hat sich seine Kräfte richtig gut eingeteilt. Wenn der Andreas Reiter nicht einbrochen wäre, hätte ich mir gedacht, das macht er. Und dann hätte ihm das Starke hinten noch laufen auch nichts genutzt, weil das hätte er noch auskontern können. Aber so hat er das wirklich, wirklich stark dieses Überholmanöver hinkriegt und dann halt auch das bis ins Ziel gebracht. Es war ja dann sogar so Platz 2 eigentlich in Gefahr, und für mein Gefühl ist er dann, hat er alles versucht, um ihm auch diesen zweiten Platz nicht zu verlieren, weil der Peter Frano, der Dritte aus der Slowakei, der ist ihm ja dann bis auf knapp unter 2 Minuten entgegengekommen. Und ja, congratulations to the really strong race. Do you thought about after the half of the race that you come back that strong? Yeah, in the half of the race I felt really good. I wanted to do my own race, and so at the beginning I started a little bit slower, and then I passed some runners, and I felt really good in the second half. So the third place is really good for me. So. Yeah, and you made time up on the second place. You almost caught the two in front of you. Yeah, but third place is also beautiful. So I'm happy also. Did you worry about something on the first loop when I think 3 or 4 runners blew away in the front? That I think Japanese and Romanian guys. I knew that some runners will start too fast, and I wanted to do my own race. But I felt really good also at the beginning. But I need to slow a little bit and focus on myself, and I didn't care about the other runners. How was the weather? Because and the start was 20 degrees lower than now on the Nordkette. It was a little bit hotter than I like, but it was good. Better than too hot, but a little bit small rain would be better. Yeah. Thank you. What was your goal coming into the race? Last year I was 8 in Thailand, so I wanted to do the same. The best, but
but the third place is much better, so I'm super happy. But I didn't have the goal. I wanted to do my best race. And can you describe your emotions at the finish, having won your first? Is this your first world medal? Yeah, of course, it's my first medal, but I didn't have many feelings. I just wanted to drink and sit in the shadow. Thank you. Congratulations. Da hatte man auch teilweise das Gefühl, dass er nicht wirklich weiß, wie nah er ihm eigentlich ist, weil er durchaus im letzten Downhill das Ganze etwas entspannter angegangen ist. Und für im Livestream kam so das Gefühl auf, dass man das nicht gesagt hat und dass er eigentlich noch einen Zahn zulegen hätte können. Ja, und knapp dahinter war nachher eigentlich ein zweiter Favorit, weil ich gesagt, Andreas Reiterer war einer von den Top-Favoriten und der Thibaut Caravier. Hätte auch wahrscheinlich jeder ganz weit vorn gesehen, der war ganz am Anfang, also bis man ein paar Neustifte wieder durch war, war der Platz 18 oder 20, der ist defensiv angegangen und dann hat er sich rauf bis zum Hordel vorgearbeitet, dann war er schon auf Platz 5 und dann war er quasi dort nicht mehr wegzukriegen, er hat nachher noch einen überholt und ist dann auf der 4 quasi bis ins Ziel geritten, hat aber zwischenzeitlich und auch im Ziel durchaus angestrengt ausgeschaut, wenn man das so sagen darf. Und das vor dem Triple Pack der US Boys. Zach Miller, Drew Holman, welcome to Innsbruck. Is this a cheering crowd you expected here? Is it what? A crowd you expected in Austria? Yeah, I mean, I don't think I thought too much about what it would be like, but in terms of the crowd. But yeah, the crowd was great. I mean, running in, there were so many people lining the finishing chute. Yeah, it was fantastic. And to run along one of the most beautiful rivers in the world, coming down some of the most spectacular mountains, like, could not have asked for more to then dump right into a beautiful city, and the atmosphere is incredible. So really kudos to the organizers and the city for hosting. Yeah, we heard that the course was really a tough course and really steep. We from Austria, we know some of these climbs. What was your impression? Oh my gosh, just so hard. Just the entire course was either straight up or straight down. But you know, like, yeah, just. There was one like 10-mile flat section. There was. That was. Yeah. Well, it was actually rolling. There were some little climbs in there, but it was compared to everything else, it was flat. Yeah. You were in the field, right in the front from I think kilometer 20 or something like that. Was it the tactic to run it from the front? I mean, I wanted to kind of sit back a little bit, but you know, I wanted to be in striking distance. I wanted to see what was going on, and I didn't need to lead, which I didn't. But I wanted to be close enough to like to be in the hunt for the front, and make a move if I needed to. And for me, it's the first time I've raced in Europe, and so I kind of wanted to sit back and just let the race come to me and try not to make mistakes early. So I was a little bit further back than Zach, but ended up having a really strong closing half to pull into the top five. Yep, we in the last days, we thought the last climb, the race turns out its real face. And it really did, because there was no winner overtook the second on the last uphill. Oh really? Yeah. Second overtook first on the last uphill. Yeah. Oh, yeah. No. And I think me and Drew and Eric, all caught a bunch of people on the last climb and descent. So, yeah, it was a very crucial part of the race. What do you say to the stacked field? Because it was a really competitive field. It was not some guys are lining up and two or three elite. Yeah, it was, just probably one of the most competitive races of the year that we'll see. And on a course that really challenged all of us to dig and go into the well, which is all you can ask for. So it's worth a world championship? Oh, 100%. I will definitely come back.
Yeah, it's really good to see these world championships getting properly competitive. Like they're quite competitive. Like the guys in that field that we were racing were just so good. Like there were some of the best guys, you know, that didn't have good days or didn't even finish. It was a tough way to race. Yeah. Every bit so good. But that's what you want. And yeah, that's what we want the World Championships to be. So I hope it continues to be competitive and to get more competitive. Yeah. That's what we hope too. And now I think it's time for some rest and some cold Austrian beers. Yes, indeed. Thank you so much for just an incredible, incredible few days. Yeah, thanks a lot. Thank you. Bye. Die sie dann gedacht haben, am Anfang noch zum Teil verhalten, manche eher vorn, weil der Zach Miller war am Anfang schon irgendwie Dritter, Vierter, so um den Dreh. Der Drew Holman war weiter hinten und der Eric Lipuma war noch weiter hinten und der hat sich erst dann, keine Ahnung, ob keine Bitten, noch ab dem einzigen Flachstück, das der Kurs überhaupt gehabt hat, nach vorne gearbeitet. Und die sind am Schluss im Zielsprint ins Ziel gekommen. Der Zach Miller hat, glaube ich, das gemacht, was ein Zach Miller macht und das man von einem Zach Miller erwartet, bis zum letzten Moment alles geben. Er hat ja auch in dem Gespräch mit dir gesagt, dass er halt immer an der Spitze dranbleiben wollte, in Schlagdistanz bleiben wollte. Der ist halt er hat vielleicht nicht mehr so viel riskiert wie früher, aber ich glaube, es ist jetzt keiner, der das defensiv in der Diesel-Lok das Feld übernimmt, sondern der will halt von dabei sein und dann irgendwann angreifen, weil er halt weiß, dass er am Schluss, ich meine, es gibt ja dieses eine berühmte Video, wo er beim North Face, wo es dann Quint die letzten 3 Kilometer, so, der ist einfach der macht, was man will, der hat einen Ehrgeiz und auf den setzt er dann wahrscheinlich am Schluss und der gibt dann halt auch nicht auf, wenn er 500 Meter vom Ziel haut, dann noch immer alles raus. Also das, ja. Und in dem Fall hat er halt leider noch um 5 Sekunden den Kürzeren gezogen gegen Drew Holman, weil der halt auch überhaupt nicht aufgesteckt hat. Also die zwei haben da wirklich sich einen Battle geliefert in einem Tempo, das du eher noch an 20er erwartest und nicht noch 86 Kilometer. Das stimmt schon. Dann muss ich sagen, überraschend war der relativ langsame Start von Hannes Namberger. Dem ist zwischenzeitlich, soweit ich es mitbekommen habe, echt nicht gut gegangen, keine Energie gehabt und ist dann erst später wieder zurückgekommen. Also ich weiß es zum Zeitpunkt jetzt noch nicht, warum er so kraftlos war, ob er Magenprobleme gehabt hat oder sonst irgendwas. War, glaube ich, zwischenzeitlich Platz 30 oder so irgendwas. Ich glaube sogar noch weiter hinten. Und er hat auch im Ziel Hordl oben 33. und im Ziel nachher 14. Er hat im Ziel jetzt durchaus mitgenommen ausgeschaut. Also es dürfte kein souveränes Rennen gewesen sein, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihm den 14. Platz zwischenzeitlich dann nicht mehr ganz zugetraut. Also das hat er, glaube ich, aus den Möglichkeiten, die er heute hatte und das, was ihm sein Körper heute gegeben hat, wahrscheinlich noch das Maximum rausgeholt. Ja, ganz stark, muss man wirklich sagen, waren auch die Österreicher Alex Hutter, Platz 20. Herr Alexander Hutter, 20. Platz, wie fühlt sich das an? Bitte? 20. Platz, bester Österreicher, wie fühlt sich das an? Ja, genial. Also hatte man nicht gedacht, Top 20 hatte man nicht gedacht, dass das ausgeht, aber... Wie war das Rennen für dich? Weil es ist ja doch relativ schnell gestartet, die Japaner sind relativ weit vorgezogen am Anfang. Versucht nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, oder wie bist du das Rennen dann von Anfang an angegangen? Ja, eben die erste Runde habe ich ganz genau gewusst, dass ich die ungefähr in die 2 Stunden laufen werde. Das habe ich mir letzte Woche nochmal umgesagt, wenn ich wo bin genau. Und ungefähr so bin ich dann auch gelaufen. Und ja, im zweiten Anstieg habe ich dann auch mal Puls geschaut und dann relativ gut durchgezogen. Ja, und du hast ja sukzessive aufgeholt, wie wir das dann von den Platzierungen her gesehen haben. Wie war dann gegen Ende? Weil es war dann ja auch technisch ziemlich schwierig und dann ist vor allem die Hitze dazugekommen. Hat die eine Rolle gespielt? Ja, die Hitze war nicht so das Problem. Mein Problem war, dass die Muskulatur einfach vor dem vielen Bergablaufen extrem ermüdet war und der letzte Anstieg war. Dann habe ich da nicht brutal viel ausnehmen müssen, dass ich überhaupt noch ins Ziel komme. Aber wie war es dann da in Innsbruck einzulaufen bei den Menschen, bei dem Jubel, bei der Stimmung? Ja, Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das war echt genial. Daran kann man sich gewöhnen, oder? Ja, aber wer weiß, wie schnell nochmal daheim werden ist. Gratuliere und danke. Danke. Christian Stern. Christian Stern, jetzt auch schon im Ziel, ganz stark zweiter Österreicher geworden. Wie ist der gegangen den ganzen Tag? Ja, überraschend gut.
weil ich wirklich Muskelschmerzen gehabt habe davor und ich dachte, das ist etwas wert. Aber es ist wirklich gut gegangen. Ich habe ein bisschen zu wenig gegessen da nach dem Hardl. Und keine Bitten, war ich wirklich klinisch dort. Das war brutal. Aber es ist nachher, nach einer Stunde, wieder so gegangen. Das ist brutal, dass man da wieder so wieder belebt wird. Das ist noch nie erlebt. Naja, das heißt ja immer beim Ultra, nach jedem Tief kommt man hoch und wenn es da gut geht, wart nur, das geht vorbei. Genau, so ist es, weil heute das Tief war wirklich tief und hoch war. Okay. was war heute wichtiger? Kopf, Fiers oder Magen? Kopf und Fiers, ja. Morgen habe ich prinzipiell einen guten, der darf mich nicht in den Stich lassen. Und Kopf und Fiers, weil noch keine Bitten. Ich wollte nicht mehr aufstehen bei der Lave. Das ist heiß gewesen, das schaffe ich nicht mehr. Aber ja, nach einer Stunde ist wieder gekommen. Was sagst du dieser ganzen Veranstaltung, wie sie das hochgezogen haben, weil dass sie es mit dem IATF kennen? Eine größere Veranstaltung wissen wir, aber hast du gedacht, dass es wirklich so groß wird? Nein, hatte ich mir nicht vorgestellt, weil es ist wirklich eine gewaltige Sache. Wirklich eine andere Dimension. Und wo so Leute auf der Strecke waren, das war unglaublich. Das werde ich nie mehr erleben, ganz sicher, weil, ja, es ist so. Nein, ganz großartig. Was war eigentlich schlimmer für dich? Das Streckenprofil, also vom Steilheitsgrad, oder dass es richtig heiß geworden ist hinterher? Ich hasse die Hitze. Ich bin wirklich, ich habe schon fast gebetet, dass es regnet. Da habe ich keinen Sorgen da. Weil für die Veranstaltung ist ja ein Traum so, gell? Die Bilder und das Ganze drumherum. Nein. Aber persönlich hatte ich mir wirklich gewünscht, dass da kann es regnen, was weiß ich. Da kannst du rutschig sein bei den Wurzeln auch da von Salf 1. Aber habe ich auch überlebt. Nein, richtig, richtig gut gemacht. Ich glaube, jetzt ist Zeit einmal für ein bisschen hinsetzen, ein Bier trinken, genießen. Und wegen Wetter. Ich habe gehört, der Rainer Bredl hat, glaube ich, einen Antarktis-Marathon gemacht. Da ist das mit der Hitze nicht so ein Problem. Ja, zu kalt, das ist mir noch auch nicht recht. Ja. Ja, da bin ich hockel. Also leichter Nieselregen, 7 Grad hätten wir nächstes Mal bitte gern. 6 bis 8 Grad ist die ideale Temperatur, aber ohne Regen. Sonst kann es ein bisschen wärmer sein. Gut, wir richten es in Alex Pittl aus. Ja, genau. Danke dir. Ja, Platz 24, also die beiden haben sie wirklich, wirklich nach vorne gestellt und gesagt, da machen wir was, das kriegen wir hin vor der Heimkulisse. Also Respekt an der Stelle. Auch der Philipp Außerhofer, da haben wir eine ganz coole Stimme von ihm. Philipp, willkommen im Ziel. War es ein harter Tag? Das sieht man, glaube ich. Ich bin überglücklich. Es war unglaublich hart. Es war so ein Level, wie es sich für die Weltmeisterschaft gehört. Es war so geil, da mit sie fighten und sie kämpfen und nicht aufzugeben. Und, es war halt für mich unglaublich ein schwieriges Rennen. Aber die Leute haben mich einfach über die Trails gezogen. Keine Ahnung wie. Ich war halt nicht auf der Höhe, aber haben, glaube ich, einmal mehr bewiesen, was der Kopf, wenn er stark ist, ausmachen kann. Heute hat es nur der Kopf bei mir gemacht und ich bin jetzt umso glücklicher, dass ich mit dem italienischen Team den dritten Platz belegt habe und dass ich gerade das Zündlein an der Waage war, weil ich glaube, es ist schon wenige Minuten gegangen. Und sie haben mir das in keine Witten nachgeschrien und es war der Schweizer und ich haben mit Messer zwischen den Zähnen mal den letzten Uphill gemacht. War noch nachgegeben und ja. Nein, du hast ja sowieso, es hat ausgeschaut, als ob du quasi ein bisschen defensiv angefangen hast und hast die sukzessive dann auch nach vorne gearbeitet. Ich habe heute leider im ersten Downhill schon ein Missgeschick mit den Schuhen gehabt und habe einen Schuh wechseln müssen. Stöckel abgebrochen? Nein, ein anderes Teil ausgerissen. Oh. Aber das war mein Fehler, weil ich nicht aufgepasst habe und zwischen die Steine so angetuscht bin. Und normal kann man das immer reparieren, aber in der Hektik von der Weltmeisterschaft ist mir es heute nicht gelungen. Wo kriegt man denn ein Bier? Du musst die Vorabstadt organisieren. Ach so. Oh. Nein,
Nein, wollen wir uns gleich machen. Ja. Wo war ich? Du warst beim Riesengrinser. Beim Kopf warst du das Papier. Riesengrinser war ich. Wahrscheinlich. Ja. Den verliere ich heute nicht mehr. Das ist wohlverdient, muss ich sagen. Danke. Und jetzt natürlich, jetzt habe ich die Heimweltmeisterschaft noch mit einer Erinnerungen im Kopf und den nimmt man keiner. Und ich möchte ein riesengroßes Danke bei den Leitungen, bei meinem Team. Die haben die letzte Woche hinten und vier haben sie sich ausgerissen. Die haben mich eigentlich über die Strecke gejubelt, gepeitscht, angefeuert und nein, sowas habe ich noch nie erlebt. Das Hordel, das war unvorstellbar. Es hat mich an Chamonix erinnert, aber es war noch geiler, weil ich die Leute verstanden habe. Ja, wohl war. Was von der Stimmung, also du bist ja die ganze Zeit ja schon dabei bei diesem ganzen, quasi bei dem Aufbau und bei dem Fotoshooting so. In diesem schönen Zirkus. Ja, hast du damit gerechnet, dass es so groß wird? Ja. Ja? Weil wenn die Tiroler was angehen, Innsbrucker, Stubaier, ja, Tiroler Tourismus, dann ist das genau so. Das haben sie so oft bewiesen. Und genau deswegen kehren die Veranstaltungen da her, dass ich da jetzt meine erste Weltmeisterschaft mir kann daheim in meiner Wahlheimat laufen. In der Gänsehaut. Das haben wir im Podcast alles schon besprochen. Und ich war tatsächlich seit Anfang an dabei. Und wenn ich jetzt denke, dass ich vor zwei Jahren meinen ersten Ultralauf gelaufen bin und heute als eine Top 25 irgendwo eingelaufen bin, die Herstellgeschichte, da schreibst du nicht schön. Ja. Du, vielen, vielen Dank. Jetzt da, zwei wichtigsten Sachen. Hinsetzen, Bier holen. Danke dir. Das haben wir uns verdient. Ja. Wie es am Gangen ist einerseits und wie er das Ganze noch bis ins Ziel gebracht hat, dass er doch noch als 23. So gut gefinisht hat. Ja, ich glaube definitiv einer der Sympathieträger dieser WM. Und an der Stelle, das kann man nämlich nicht immer sagen, wenn es um die Wettkämpfe geht, muss man auch sagen, besser als die Deutschen im Team. Wir sind besser als die Deutschen? Ja, weil Deutschland hat den Hannes auf Platz 14, dann den Adrian Nischke auf 34 und den dritten, der kommt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der Dritter ist. Na warte mal, aber wir sind, wenn ich das richtig, die haben noch keinen Dritten im Ziel, die Deutschen. Na, und wir haben jetzt da zum Zeitpunkt der Aufnahme mit dem Flo Grasl, der auf 47 nach 11 Stunden 40 reingekommen ist, den haben wir auch eine Stimme eingefangen. Flo, dritter Österreicher bei deiner angekündigt vielleicht letzten WM, brutal stark gelaufen. Wie ist es da gegangen? Puh, ja, Sachertag. Ab Kilometer 30 irgendwie Krämpfe gehabt, aber gar nicht gewusst, wo es herkommen war eigentlich. Genug getrunken und genug gegessen, aber sie sind ja leider nicht weggegangen. Obwohl es uns eigentlich alles passt hat und eigentlich dann ja, mit vieler mentaler Kraft die weg. Beamen hab keiner oder mich wegbeamen hab keiner. Also Kopf, Fuß oder Magen? Was ist das Wichtigste gewesen heute? Ah, der Kopf, ja, weil ich sagte, ich weiß nicht, ich volle Krämpfe die ganze Zeit auf der Seite. Und sie wollten nicht weggehen. Wir haben mich einfach gequält die ganze Zeit. Rauf oder runter mehr? Weil es ist ja doch echt technisch gewesen und da hilft sowas jetzt nur so semi. Ja, sowohl rauf als auch runter. Das ist ja das Problem. Okay, also es hat gar keine Passage gegeben, was die ein bisschen ausrasten. Hast du können? Nein, die Strecken hat das nicht hergegeben, leider. Und im Flachen auch nicht. Ja. Also, da ist ja immer heißer geworden und dann auch immer schlimmer. Aber ja. Das mit der Temperatur hast du letzte Woche schon befürchtet, quasi, dass es so heiß wird. War es so schlimm, wie du gedacht hast? Es war Gott sei Dank immer ein bisschen windig. Also ganz so extrem war es nicht, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Aber trotzdem, also geschwitzt und wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, an was liegt, entweder zu wenig Bier oder zu viel Bier den letzten Tag. Im Zweifel zu wenig. Ja. Also ich glaube, es wäre eher mehr Elektrolyt-Loading gehört. Ja, ja.
Das muss unbedingt nachgeführt werden fürs nächste Mal. Wie hast du das empfunden von der Stimmung rundherum? War es so geil, wie du es vorgestellt hast, oder war es besser oder schlechter? Es war noch geiler. Also wirklich immens cool. Also Wahnsinn. Ich finde keine Worte dafür. Das sind wahrscheinlich in dem Fall dann die besten Worte und das beste Lob, wenn man es gar nicht ausdrucken kann. Nein, also, ey, wie gesagt, was wie Österreich da gerade präsentiert hat, jetzt nicht unbedingt die Athleten, aber ganz Österreich mit der WM, ich glaube, das ist schon ganz großes Kino. Aber da muss man sagen, auch die Athleten, ihr habt es heute wirklich, wirklich fein gemacht. Also, große Gratulation. Der Alex Hutter ist, glaube ich, 20. geworden und Christian Stern. Ein paar Plätze danach. Also, ihr wart alle drei wirklich, wirklich stark. Cool. Also, mega. Gratuliere. Und jetzt ja, hinsetzen, Bier holen und feiern, oder? Ja, das ist jetzt. Danke dir. Er hat gesagt, das war heute wirklich ein harter, langer Arbeitstag. Es war wahrscheinlich der Tag, den er sich erhofft hat. Am Anfang war für mich irgendwie so der Gedanke, okay, da geht es defensiv an, okay, der versucht dann seine Stärke im zweiten technischen Teil auszuspielen, aber wie er dann selber gesagt hat, ab Kilometer 30 sind irgendwie die Krämpfe gekommen und das, glaube ich, hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat er hinten heraus keinen Saft mehr gehabt, um wirklich dann noch zuzulegen. Nichtsdestotrotz hat er sich ins Ziel gerettet und hat für Österreich den 7. Platz erlaufen, was, denke ich, bei dem starken Feld auch wirklich stark ist. Und nochmal, ich finde 9 Stunden 50 auf diesem Kurs, bei dieser Schwierigkeit, es hat keinen Athleten getroffen, der gesagt hat, das war irgendwie easy peasy, das Wetter hat ihm in die Karten gespielt und das war ein leichter Arbeitstag. Na, Walk in the Park war das fix nicht. die hätten wohl, wir genießen gerade unser erstes Hopfenblütengetränk des Tages bei der Aufnahme, die hätten das wahrscheinlich gerne auch irgendwo beim Hortel oben schon gehabt oder zumindest auf der Querung. Aber an dieser Stelle müssen wir ja auch tatsächlich erwähnen, dass wir am ersten Tag wurde uns dieses Bier versprochen von den Heimgartlern, das ist ein Laufclub aus München. Wir haben uns dann aufgeregt und zack, heute haben wir es gekriegt. Da ja, muss man sagen, Feedback Respekt. Wurde angenommen und Feedback wurde umgesetzt. Ehre, wem Ehre gebührt. Das habt ihr wirklich, wirklich gut gemacht, Jungs. Ja, unser Kameramann hat richtig bemerkt, der Jordi, dass wir nur eins haben. Wir haben eigentlich 2 bekommen, so fair muss man sein. Ja. Wir haben aber einen Flo Grasl gesehen, der nach einem Bier gelächzt hat. Und von Flo, für den Flo, habe ich dem Flo mein Bier gesponsert. Richtig. Und der hat es auch, glaube ich, wirklich verdient. Also, Prost, Flo. Wer für Österreich den 7. Platz läuft, der kriegt von mir ein Bier. Das war zwar der 47., aber nein, der 7. Teamplatz, mein Freund. Also, 7. Teamplatz, ja. Ja, richtig. Ja, da, im Team richtig gut. Also, ich habe auch gesagt, für Österreich und nicht, dass der Flo Grasl den 7. Platz läuft. Ja, als ob ich dazuhören würde. Das ist das Problem. Der Tag war schon lang. Der Tag war schon lange. Der hat für uns wirklich schon früh angefangen und mit der großen Ehre auch ein bisschen in der Kommentatorenkabine Platz zu nehmen. 8.55 Uhr ist es. Wir haben ein langes, langes Programm, wie gesagt, vor uns und wir haben die nächste Gäste vor uns. Und ich würde mal sagen, ich mache gar keine große Introduction, keine große Einführung. Vielleicht kennen Sie die Stimme aus einem Podcast. Ja, grüß euch und herzlich willkommen. Peter, Laufende Decken Podcast. Ihr könnt euch vielleicht an mich erinnern aus der einen oder anderen Folge. Wir versuchen auch die ganze WM live zu covern in unserem Cast. Und ich bin heute richtig, richtig gehypt und die letzten 2 Tage haben da noch eins draufgelegt, weil vorher hat der Alex Bittl gesagt, das wird groß, das wird geil und er hat bis jetzt da abgeliefert. Er hat echt abgeliefert und also plus allen anderen, also richtig geil. Dann sprechen wir vor allem einmal über die Strecken, denn wir wissen, jetzt geht es einmal richtig bergauf. Gestern war der Short Trail genau auf dieser Stelle, mehr oder weniger bergab. Wie sind die Streckenverhältnisse? Auf was können sich jetzt hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefasst machen? Ich bin gespannt, ob es von gestern noch feucht und rutschig ist, weil gestern hat es kurz bevor die ersten durchgegangen sind, hinunter, das ist glaube ich die Eva-Marie Sperger im Uphill, ab hier, wo diese kleine Brücke ist, geht es in den Wald rein und dann hast du noch ein kurzes Serpentinenstück mit einem Schotterweg rauf und im Wald drinnen hat es kurz bevor die ersten durchgegangen sind, hat es dort ein
Gewitter gegeben oder einen starken Regen und man hat gesehen, da hat es den dritten, vierten wirklich schon aufgehaut. Der zehnte, das glaube ich war gestern Benedikt Hoffmann, der ist ja direkt vor meiner Kamera, hat er sich einmal ganz kurz auf den Allerwertesten gesetzt und wenn das so nass geblieben ist und da sind 100 Leute runter im vollen Tempo, dann ist es jetzt hinauf richtig schwierig. Ein kleiner Nachteil wird es sein. Wir zeigen aber wieder ein Interview vom Führenden bei den Herren von Andreas Reiterer, was er vor dem Rennen gesagt hat. Frankreich können wir hier sehen bei den Damen. Das heißt natürlich auch wieder eines, und zwar, dass die Französinnen vor allem mannschaftlich richtig, richtig stark unterwegs sind. Wir haben eines gesehen bei den Damen an der Spitze. Die Tschechin ist da weiterhin natürlich in Führung, aber das heißt jetzt noch nicht allzu etwas Großes natürlich. Aber man kann eines auf einmal sagen, die Französinnen in der Teamwertung einmal richtig gut unterwegs, unter anderem mit Audrey Tanguy zum Beispiel, mit Manon Bohar-Cayet, mit Maron Delespierre, also die machen da einen ganz guten Job und auch bei den Herren natürlich das Ganze. Zuvor in der letzten Zwischenzeit, die nächste bekommen wir dann ja erst bei der Starkenberger Hütte, das heißt es geht knapp 6 Kilometer einmal bergauf, da ist ordentlich was zu tun und Gott sei Dank haben wir heute so richtig gutes Signal einmal in der ganzen Sache drinnen. 2 Stunden 29 gelaufen, wie ist für dich das Rennen bisher verlaufen? Ja, bis jetzt muss ich sagen, richtig knapp, ist am Anfang der das Attackieren von den Japanern war natürlich also richtig keine Ahnung, cool. Was das bedeuten hat. Es hat ein bisschen so ausgeschaut wie beim London Marathon, dass irgendeiner 200 Meter vorne weg sprintet. Ja, gute Kamerabilder für zu Hause, aber dass du irgendeinen Langdistanzrennen auf die ersten 2 Kilometer gewinnst, ist halt echt unwahrscheinlich. Und jetzt da sind die ja ein bisschen durchgereicht worden nach hinten. Ich glaube, der erste Japaner ist jetzt irgendwo bei Platz 20 oder so. Aber mit dieser ersten Schleife, dass sie ja nochmal durch dieses Start- und Zielgelände der verschiedenen Tage durchgehen, das hat, glaube ich, auch stimmungsmäßig richtig was gebracht und es ist auch richtig reingegangen. So ist es. Das ist schön für Neustift, schön für die Läufer und Läuferinnen. Ein Riesenzelt, eine tolle Venue. Vor Ort wird natürlich auch tiptop Stimmung gemacht, denn da kommen viele, viele jetzt natürlich auch noch dort. 2 Stunden und 30 Minuten sind gelaufen momentan einmal und es geht immer weiter nach oben. Es wird sich einiges tun, natürlich bei den Herren in der Spitze. Wir hören aber hinein in einen World Athletics Vertreter für diese WM hier, Alessio Punzi aus Italien, was er so zu sagen hat für diese Veranstaltung. Alessio Punzi für die World Athletics. Zurück in der Venue in Neustift, wo wie gesagt fast alles schon durch sind. Eine wunderbare Wandergegend, die Wasserfälle natürlich auch noch, die wir hier eingespeist bekommen, die von dieser einen Seite runterkommen, von Richtung Habicht und natürlich vom höchsten Punkt übrigens im Stubaital, das zu den Stubaitalpen zählt, das sogenannte Zuckerhüttel auf über 3500 Meter Seehöhe befindet sich das Ganze. Ragt übrigens eine Prominenz von über 1033 Meter hervor, also ein ganz klarer, sichtbarer Kamm. Eines haben wir gesehen, bei den Herren, wie gesagt, Favoriten in Führung und bei den Damen haben wir auch eines gesehen und das müssen wir jetzt auch kurz ansprechen. Die Vorjahressiegerin ist aller Voraussicht nach, können wir glaube ich fast sicher sagen, draußen. Ja, also die Blondin ist noch immer nicht in Neustift durch, also sie ist am Weg dorthin und damit ist im Zelt drinnen und wahrscheinlich können betreuen und genau, also sie ist jetzt da irgendwie schon 15 bis 20 Minuten nicht rausgekommen. Das ist nicht ein kleiner Krampf oder einmal umgeknickt, das ist glaube ich gone. Und Baptiste Chanson ist der große Mann hier im Bild, der Franzose, der hatte 64 Sekunden Rückstand, also 1 Minute und 4 Sekunden bei der Zwischenzeit in Neustift und hat die Menge überholt, ist derzeit der Führende im Rennen bei den Herren im Long Trail. Hier sind zu diesem Zeitpunkt um die 19,5 bis 20 Kilometer absolviert und der hat jetzt bergauf gleich eines einmal gezeigt, das liegt ihm ganz besonders. Das ist ein schwieriges Bergaufstück, da gibt es kaum was zum Laufen. Da gibt es kaum was zu laufen. Wenn man das raufläuft, kann man gewinnen, wenn man es gut kann. Allerdings, wenn man jetzt da zum Beispiel wie der Hannes Namberger ein guter Powerhiker rauf ist, verliert man jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Normalerweise hast du dann aber ein bisschen einen niedrigen Impuls. Das heißt, du kannst ein bisschen was sparen an Körnern, die du dann hinten raus, vor allem wenn es richtig heiß wird, weil der Puls ja sowieso schon hochgeht, noch brauchen wirst. Also ich glaube, es ist darauf jetzt eine Positionierungsgeschichte, bis du ganz oben bist. Oben entlang wird es einfach schön dahingehen, gute Bilder geben. Aber wenn es dann runtergeht, wo es richtig heiß wird, ab da fängt das Rennen dann noch einmal komplett neu an. Aber wir haben jetzt da schon die Top 20 sicher
so 6, 7 Leute, wo man sagt, die wären für eine Medaille vorher schon in Frage gekommen. Wir haben natürlich noch viel, viel Zeit und es ist auch immer was Authentisches zu sehen und zu hören, dass man das Geschnaufe und so alles mitbekommen. Die Stecken, die Schritte, wie sich das genau ansieht. Vor allem, wir wissen eines, der hat wahrscheinlich schon einiges an Vorsprung. Ansonsten hätte man das sicherlich auch schon mehr mitbekommen. Das heißt, der hat in diesem ersten Bergaufstück, hier in diesem steilen Trailhike, einiges rausgeholt. Interessant ist auch hier, dass hinten drauf der Kameraläufer ist und der muss ja mithalten. Und das sind halt auch keine Langsamen, nicht? Also wir haben da einen Andreas Reus, wir haben da den Sven Koch vorher schon gesehen mit dem Fahrrad, war er, glaube ich, unterwegs, wo es eben mit dem Rad gegangen ist. Heute haben wir noch, ich weiß nicht, insgesamt glaube ich 20 Kameraläufer, die unterwegs sind. Die wurden alle koordiniert vom Philipp Reiterer, der ja ebenfalls genau weiß, wovon er redet, sowohl mit der Kamera als auch vom Rennen selber. Und zwischen 11 und 12 Uhr gibt es, wie gesagt, noch einmal der Hinweis, ein Gespräch mit unseren Technikern, die Technik dahinter, das Setup genau erklären, wie sowas aussieht, um was es geht. Also da ist viel dahinter, dass wir in diesen Passagen Bilder bekommen, wie das Ganze mit mobilem Datenfunk zusammenhängt. Und da oben müssen wir eben hin Richtung Starkenburger Hütte. Da befindet man sich in Amstieg. Wir gehen ganz kurz in die Pause, meine Damen und Herren, und hören und sehen uns später dann und gleich wieder. Bis gleich. Toll im Rennen, also das Ganze. Allzu lang wird es auch nicht mehr dauern, bis die ersten Damen hier durchkommen werden. Baptiste Chasson ist auf dem Weg zum höchsten Punkt. Das ist der Kamerachef übrigens vorne, bitte. Ja, an dieser Stelle hat sich der Chef höchstpersönlich eingeschaltet, der Philipp Reiter, hat sich gedacht, was die können, habe ich auch auf kurze Distanz am Start. Da will ich mir das nicht nehmen lassen, sie zu begleiten. Ja, Peter, wie geht's für euch jetzt weiter? Moderationstechnisch, podcasttechnisch, was habt ihr noch vor? Wir werden uns jetzt dann noch mit anderen Athleten unterhalten und ein paar Snippets reinholen, ein paar Interviews führen, werden die restliche Woche hier noch live berichten. Jeden Tag am Abend haben wir einen Podcast am Start und Videos auf YouTube, beziehungsweise ihr könnt nicht die Fotos von der Strecke, zum Beispiel von gestern, auch noch anschauen. Unter was genau erreicht man euch? Unter laufendendecken.at. Und dort findet ihr alle Links zu allen Kanälen. Also man findet uns eigentlich überall. Man kennt euch auch schon in der Szene. Vielen Dank fürs Dabeisein, Peter von Laufenden Decken. Und wir hören uns in Kürze, spätestens nach dem Rennen, mit einem kurzen Recap wieder. Alles Gute weiterhin und danke für die Übertragung. Danke dir. Ich muss euch sagen, Leute, das ist ein fester Spaß. Und danke, Uwe, dass ich da mitmachen habe können. Das war echt witzig. Wer einen Peter kennt, wird wissen, dass Reden und nicht den Mund halten genau seins ist. Und das ist das, was man für den Livestream-Kommentator braucht. Das ist genau deins, Peter. Ja, da war so ein bisschen Brüller-Feeling drin. Hast du nebenbei Zeitung gelesen? Nein, ich habe nebenbei die Ergebnislisten, die Zugangszeiten gelesen, damit ich gewusst habe, wer wo durchgegangen ist. Und ich muss sagen, auch vor den Kommentatoren, riesen Respekt, weil du musst halt auch mal jetzt da insgesamt, wie lange sind sie jetzt unterwegs? Ich glaube, 11 Stunden im Livestream durchgehend die Spannung halten. Und das Rennen hat ihnen ein bisschen entgegengespielt, und zwar beide Rennen, plus die Teamwertungen, weil die Teamwertungen sind bei den Herren, sind wir da um 5 Minuten ist Platz 1 Frankreich, vor Platz 2 Amerika, und zwar bei einer Gesamtlaufzeit von 30 Stunden 43 und dann nur 5 Minuten Differenz. Es ist echt bitter, wenn du als Amerika Platz 5, 6 und 7 hast und dann wirst du nicht Erster. Ja, also das hat wirklich der Baptiste Chasson, der am Anfang recht weit vorn war, der war zwischenzeitlich, glaube ich, beim Kreuzjoch oben und war der Erster, ist dann irgendwann Richtung Hordl auf dem Anstieg ist er irgendwo quasi offenbar gestorben. Dann war er Erster, Zweiter, 22. Und dann hat er irgendwann Richtung Birgit, habe ich zweite Luft gekriegt und hat sie vorgearbeitet. Und wahrscheinlich werden sie ihm gesagt haben, hoch zu, es geht hier um Teamgold. Und allein das bringt dich, glaube ich, auch wenn du aus der Top 10 draußen bist, so weit, dass du nochmal alles zusammen zwickst und das zubringen wirst. Ich glaube, das macht die WM dann im Endeffekt auch spannend, dass du nicht nur für dich laufst, sondern dass es Platz 17 im Endeffekt noch ein wirklich ein Zündlein an der Waage war,
Und ich sage mal, bei jedem normalen Rennen, ob er dann 17 oder 18 wird, wenn das hinter seinen Erwartungen ist, wird es ihm wahrscheinlich relativ blunzen sein. Da macht es einen Unterschied. Und nicht nur macht die Platzierung einen Unterschied, sondern macht die Zeit einen Unterschied. Ob er 17 mit 5 Minuten mehr Zeit gewesen war, war er Zweiter geworden. Richtig. Und das haben wir ja auch gehört jetzt da vom Philipp Außerhofer. Der hat ja auch gesagt, beim letzten Anstieg war er und der Raphael Sprenger von den Schweizern, die nämlich jetzt im Team Dritter und Vierter geworden sind, von Manage, Top 10 Finish bei dem starken Feld, erwartet, gehofft, geträumt. Ein absoluter Traum. Also wenn man die Startliste sich angeschaut hat, war ich so als von meinen ITRA-Punkten so auf 31, 32. Das Ziel war so Top 20. Das war so ein realistisches Ziel, aber auch schon ambitioniert. Und Top 10 und dann noch 8. Also das ist unglaublich. Ja, es ist am Anfang ja richtig hart einmal zweimal raufgegangen. Also rauf, runter, nochmal durch Neustift durch und wieder rauf. Da haben ja manche schon geglaubt, es zieht das Feld auseinander, hat es aber überhaupt nicht. Hat man das als Läufer schon gespürt, dass da noch wirklich viel passieren wird? Ja, ich denke, das Wichtigste heute war einfach ruhig zu bleiben am Anfang. Die Strecke war so anspruchsvoll und so lang. Man musste wirklich gut einteilen, man durfte am Anfang das Pulver nicht verschießen und ich denke, das ist mir gut gelungen und ich denke, die besseren Läufer haben ein wenig dosiert, die etwas weniger guten Läufer haben etwas überperformt und deshalb gab es so die große Dichte. Genau. Aber für mich ist es heute super aufgegangen. Ja, das stimmt. Hinten raus ist es nachher runter nach Kranebitten und so weiter ja richtig heiß geworden. Also da diese Forststraße beim Inntalwechsel und rauf, hat das auch mitgespielt, dass man sich das besser oder schlechter einteilt? Ja, die Strecke war grundsätzlich einfach brutal und das Wetter hat die Strecke noch wirklich einmal in die Hölle und zurück. Also das Wetter war, wenn die Sonne gescheint hat, das war wirklich brutal. Wir haben den Kopf in jeden Brunnen, in jeden Bach gesteckt, den es irgendwie gab, um uns runterzukühlen. Ja, also ich glaube, Hydration war heute wirklich einer der Haupt-Key-Punkte, dass man da gescheit ins Ziel kommt. Ja, sowieso. Und auch die Verpflegung generell. Wenn einen Fehler gemacht hat heute bei der Verpflegung, der hat gebüßt. Ja, das war so. Ja, von den wirklichen Top-Top-Favoriten der Rangliste nach, sind jetzt da gar nicht so viele vor dir. Also da muss jetzt da ein Sprung quasi in der Favoritenliste nach oben geben, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wer vorne ist. Ich denke, der Reiterer hat gewonnen. Ist nein, es nicht? Er ist Zweiter geworden. Wer hat gewonnen? Der Garivier. Nein, der ist Vierter geworden. Dritter ist ein Tscheche geworden und gewonnen hat der Kollege vom Garivier, der andere Franzose. Benjamin Rubio hat Reiterer am letzten Abhill überholt. Okay, gut. Ja, nein, ich denke, heute das ist top, das war wirklich ein super Rennen, aber eben das nächste Rennen ist das nächste Rennen, da gibt es wieder andere Gegebenheiten und da wird sich auch wieder zeigen, wer der Beste oder die Beste ist. Was sagst du zur ganzen Veranstaltung, also von der Location, vom Publikum? Es ist einfach grandios, es ist für uns als Athleten ist es so schön, einfach auch das Zusammensein. Es ist alles so fair, wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, jeder feuert jeden an, wir sprechen während dem Laufen miteinander, wir schauen, wie geht es dir, wir unterstützen einander und das ist einfach ein großer Sport, den wir hier machen. Ja, ich glaube, wirklich einer Weltmeisterschaft würdig. Ja. Sehr, ja. Sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt abfeiern. Ja, erholen zuerst. Mit dem Messer zwischen den Zähnen sind die nach oben marschiert, wer gesagt gekriegt hat, okay, wenn der einmal überholt, dann geht es nicht mehr aus. Und die sind auch nur 10 Minuten auseinander. Gesamt auseinander. Und die 10 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich muss jetzt da schauen, der Philipp ist 8 Minuten vor dem Raphael Sprenger. Das heißt, wenn der hinter ihm ins Ziel läuft um 2 Minuten, schaut die Welt ganz anders aus. Also da sind wir ganz hart am Fighten gewesen. Ich fand es so lustig, wie er beschrieben hat, dass er sich irgendwann einmal zu ihm umgedreht hat und genau in dem und gelächelt hat, wie der Schweizer ihn irgendwie wieder angeschaut hat und das Gefühl gehabt hat, dieses Lächeln, diesen einen Moment des Selbstvertrauens, was er ausgestrahlt hat, irgendwie gereicht hat, um den Schweizer zu brechen. Ja, ja, das war aber eh bei, glaube ich, beiden Rennen haben diese Überholvorgänge, wo wir am Anfang gesagt haben,
der letzte Anstieg rauf nach Kranenbitten, der wird das Ganze entscheiden. Dort haben beide Male hat es noch ein ganz spannendes Rennen gegeben. Bei den Herren das Überholmanöver, das dann zum Sieg quasi geführt hat. Bei den Damen ist die Gewinnerin dann die ist beim Downhill nach Kranenbitten, die Marianne Delespierre, die hat ja gewonnen am Schluss, hat die Katharina Hartmut, die ein brutal gutes Rennen am Anfang gelaufen ist. Also das war so impulsant, die hat sich ja auch relativ frühisch. Jetzt wird sie vorkämpft und dann Richtung Hordl rauf. Also dieser Anstieg, den, weiß nicht, wie viel sind das, 1500, 17, 1800 Meter, die ist da raufmarschiert wie ein Diesellok, das, weiß nicht, mit irgendwas bedankt hast. Die hat definitiv ihre Bergbeine mitgenommen, ja. und hat da echt einen Abgriff und das mit einer Leichtigkeit und mit einem Grinsen im Gesicht. Ja. Das war ansteckend. Und ganz ehrlich. Ja, wie viele Leute hat der überholt darauf? Also, ich glaube, 30 Männer einbockt. Das war irre. Die hat Tempo angelegt. Die hat dann die. Das war ja auch eine Französin vorher, die vorne war. Hat sie dann am Weg rauf überholt. Hat ja dann sich durchaus einen relativ komfort. Auch so 5 Minuten, glaube ich, raufgelassen. Die Männer und die Frauen waren da relativ ähnlich im Vorsprung von der ersten. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich habe mit dem Jordan irgendwann geredet. Wir haben das Gefühl gehabt, ja, den Tag ihres Lebens, und die hat ihr Tempo so eingeloggt, dass sie das ewig weitermachen kann. Also ich habe noch mehr als bei den Frauen, nicht, also noch besser bei den Männern, nicht daran gezweifelt, dass sie das eigentlich noch hergibt. Ja, nein, es war ja bis zu diesem Anstieg war ja die Marcella Vasinova vorne, die aber so eine weite Distanz, soweit ich weiß, noch nie im Wettkampf abgeliefert hat, und da haben sie auch quasi Menschen schon gefragt, der Krölli zum Beispiel hat auch vorher gesagt, warum die das von vorne laufen versucht, versteht er jetzt nicht ganz, vielleicht hat er sich einfach gut gefühlt. Die Martina Walmersoy war immer ganz weit vorne, bei den Frauen hat sie relativ schnell, jetzt hat die Gruppe, die am Schluss ganz vorne war auch, ich würde mal sagen, nach dem zweiten Anstieg schon relativ weit vorne, weil die Titelverteidigerin, die Blondine, ist im ersten Downhill rausgegangen. Da hat man zuerst gedacht, sie hat sich dort wehgetan, aber sie hat offenbar vor dem Rennen schon ein Problem gehabt und nicht gewusst, ob sie starten kann, ist nachher gestartet. Ist gar nicht schlecht gestartet. Also die ist, den ersten Uphill rauf ja, aber offenbar waren die Downhills einfach jetzt dafür ihr Gestell nicht das Optimalste, und deswegen ist sie dann auch nach dieser ersten Schleife ausgestiegen. Auch die Asara Gassier, die wirklich stark gestartet ist, ist nachher ausgestiegen, nachher am Hordl oben. Bis dorthin war die auch Top 10. Aber der Rest ist weit vorn bleiben. Und die Hartmut ist ja dann da hat man dann gemerkt, dass das Flache jetzt im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen wahrscheinlich nicht die allergrößte Stärke war, weil da ist er dann überholt worden und ist ja kurzzeitig dann sogar auf den dritten Platz zurückgefallen. Ja, die waren so nebeneinander also gelaufen. Kurz zumindest war sie Dritte, hat sich dann wieder irgendwie zurückgekämpft und hat, glaube ich, dann nur irgendwie versucht, durch dieses Flachstück durchzukommen, um wieder zum Anstieg zu kommen, um wieder ihre Stärke auszuspielen, was ihr dann im Endeffekt doch gelungen ist. Ich meine, es hat für die Führende dann nicht mehr ganz gereicht, weil da war dann doch gegen Ende fast 7 Minuten Unterschied. How did your body feel on that? I was very tired and cramp on my muscles, so it was very, very hard, and I want to finish the first place when my teammate Thomas Cardin say you are first, so it was a little bit stressful, but fine. What was your best result before this at the World Championship? 7 in Thailand in November, last November, and world champion with my teammate, my French teammate. So it's incredible, the result today, because I think we are world champion too with my team, and the first place, so it's wonderful. What was your expectation today as an individual? What place were you hoping for? five in the five,
and the podium was a dream, but I didn't imagine the first mix. Sorry for my English. That's perfect, thank you. And you said it was very stressful once you were in the lead. How did you cope with that pressure, knowing you're in the lead? I tried to think another things of the race. So my family, my boyfriend, and not to focus only on the race. So it was. And once you came here to the finish line with all the people cheering for you, did you realize yet you're going to become world champion? I don't realize in this time. Suppose tomorrow or in 2 days or when I will come back in France or during the ceremony, maybe. But now it's difficult to realize. And how are you going to celebrate? You have 2 medals today from France. How are you going to celebrate this? With my family, my friend, and with a good beer. What does that event do to your body and to your mind? What? How does your body and your mind feel during that event? What does it do to it? A lot of things. The training, my job, my family, my friend, a lot of things. Aber sie hat dann durchaus nochmal 4-5 Minuten auf die dritte, also auf die zweite Französin, die auf Bronze gelaufen ist, herausgeholt. Also die hat, glaube ich, nur versucht, irgendwie nach Granepitten zu kommen und irgendwie wieder auf Berge zu kommen, damit sie irgendwie wieder ihre Bergbeine ins Spiel bringen kann. Ja. Dritte geworden ist ja nachher die Manon Caillé, die, ich würde jetzt einmal sagen, relativ unscheinbar gelaufen ist, ist nach dem zweiten hohen Anstieg, also aufs Hordl rauf, hat sie sich nach vorne gearbeitet, ist und das ist immer zweite, dritte, so um den Dreh herum gewesen und ist das auch souverän heimgelaufen. Was wir mitbekommen haben, die Rosana, die am Anfang super defensiv auch gestartet ist, also für diese Verhältnisse, also, glaube ich, beim noch dem ersten Anstieg war die 20. hat es dann vorgearbeitet und hat aber gesagt, sie hat ab Kilometer Ja. Es war sehr hart heute, oder? Ja, heute war es bitter. Ich konnte eigentlich ab 44 schon nicht mehr. Es ging super am Anfang und dann war ich tot. Ich hatte auch echt Probleme mit Krämpfen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und jetzt auch ein bisschen der Magen, der ist einfach aufgebläht jetzt von dem ganzen Cola und Gels. Okay. Deswegen, ich bin so happy, jetzt hier zu sein. Was bedeutet für die Teamsilbermedaille? Haben wir selber? Ja, geht davon aus. Ja, davon aus. Richtig cool, richtig stark. Ich freue mich voll. Okay. War euch das zwischenzeitlich bewusst, irgendwie die Teamstände? Werden euch das durchgesagt oder war das eher jeder Kämpfer? Es war mal, dass wir weit vorne sind, ja. Aber man muss dann schauen, dass man sein Bestes gibt. Ja. Hast du es irgendwie mitbekommen, dass die Katharina auf Platz 2 gelandet ist? Hat er das irgendwie extra angesprochen oder ist man so in seinem eigenen Tunnel? Nee, ich dachte 3, aber 2 ist ja mega. Ja. Richtig cool. Richtig cool. Der Antrieb, mit dir zu kämpfen, ist das Team oder das eigene Ziel? Was beides. Es ist eine WM, da wollte ich unbedingt ins Ziel kommen. Du hast am Anfang gesagt, dass es einerseits richtig cool ist, vor der heimischen Kulisse zu laufen, andererseits ganz schön Stress verursacht. Ja. Wie hast du es jetzt auf der Strecke empfunden? War es eher Motivation? Es war mega die Motivation. Und als du hier der Zieleinlauf war der Wahnsinn. Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen coolen Zieleinlauf. Und wo war der Stress dabei? Ja, am Anfang wollte man halt schauen, dass man, oder zeigen, dass man vorne mitlaufen kann. Vielleicht bin ich es auch ein bisschen zu schnell angegangen. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt ein bisschen klarkommen. Okay. 40 oder 37 oder so hat sie gekämpft. Und dann war, also der restliche Tag war einfach nur pure harte Arbeit. Ja, aber das Kämpfen war ja nicht zum Unerfolg. Sie hat sich ja, wie du sagst, irgendwo bei Platz 36 bei der ersten Zeitnehmung, zwischenzeitlich beim Heudl da bei Kilometer 42 auf dem dritten Platz noch vorgekämpft. Und dann halt immer so dritter, vierter, fünfter und sich da so irgendwie herumgekämpft. Also auch wenn das vielleicht eine Qual war und auch wenn das sicher nicht angenehm war, aber ich würde sagen, es war durchaus erfolgreich. Es war definitiv erfolgreich. Sie hatte dann nur noch ganz am Schluss quasi von der Martina Malmasoe überholen lassen müssen, hat aber auch von der am Anfang recht stark laufenden Alison Bakker
die hat sie auf Distanz gehalten. Die war spannend, weil sie war relativ weit hinten, dann Erste, dann zwischenzeitlich wieder Zehnte und am Schluss wieder Sechste. Also die hat, ich glaube, die hat heute das klassische Ultra-Up-and-Down gehabt. Also nach jedem Gut wird es wieder schlecht und umgekehrt. Und auch in der Mannschaftswertung haben wir bei den Männern, auch bei den Frauen, die Franzosen gewonnen. Also kann man sagen, ich meine, ist ja eine Trail-Nation, also ist es auch nicht wahnsinnig überraschend, dass die Franzosen wahnsinnig stark sind. Mit durchaus einem respektablen Abstand von einer halben Stunde auf die Deutschen. Und auch nicht zu vergessen, ich meine, mit der Ida Sophie Hegemann, die auf Platz 15 gelaufen ist, eigentlich auch ein relativ starkes Ergebnis. Also ich glaube, eine Mannschaftsleistung, aus der man aus deutscher Sicht durchaus sehr stolz sein kann. Ja, also das ist mannschaftlich gesehen, waren die deutschen Damen wirklich, wirklich gut. Also sie waren vorher auch irgendwie Favorit schon, aber sie haben dann genau so abgeliefert, dass man sagt, das passt. Also da richtig, richtig gut gemacht. Und es war das ganze Rennen, gerade bei den Damen, also das war wirklich eng, das war die ganze Zeit Racing, also da waren ja oft die ersten 10 innerhalb von 10 Minuten. Ja, die Platz 2 bis Platz 5 war teilweise innerhalb von einer Minute, wo die müssen ja quasi, sind quasi im Zug haben sie sich da gemeinsam raufgearbeitet. Was ich noch sagen wollte... Ja, aber im Zug ist unfair, oder? Nein, ja. Ich meine so, dass sie das... Ach so, ich dachte, das ist mit einem Zug aufgefahren. Ja, das geht nicht. Standzeitbahn, das kann ja jeder. Um das noch abzuschließen, genauso wie bei den Männern sind auch die bei den Frauen die Italiener in der Mannschaftswertung mit Bronze belohnt worden. Jawohl. Und man muss echt sagen, also dieses Rennen hat sich in die letzten 2 Tage nahtlos eingereiht. Wetter passt, Stimmung brutal gut, also das in Innsbruck dieser Zieleinlauf. Wenn sogar die Amerikaner und Leute, die jetzt aber Mutim B unterwegs waren, gesagt haben, also das ist ganz weit vorne dabei. Der Andreas Reiter hat gesagt, na, es war quasi wie bei Mutim B der Zieleinlauf. Nur besser. Dann nur besser. Und der Philipp hat gesagt, die Antwort auf der Strecke war besser, weil die hat alle verstanden. Da muss man sagen, ganz ehrlich, richtig, richtig stark. Und dann kann man sich wirklich nur auf den morgigen Tag freuen, weil der morgige Tag ist ja, das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt aus einer Eventsicht sieht, der Feiertag. Es ist Samstag. Es ist mittags startet das Ganze. Du hast vorher die Jugend zum Einpeitschen quasi der ganzen Stimmung und dann hast du die pfeilschnellen Athletinnen unterwegs auf 2 Runden von der Stadt raus, Höll rauf, eine Schleife, kommen wieder durch die Stadt durch, noch einmal eine Schleife und wieder retour. Also da muss ich sagen, arg. Also ich kann mir durchaus vorstellen, heute war es ja fast so, also beim ersten Tag haben wir gehabt, Kenia, Uganda. Heute hätten wir fast gehabt, Frankreich, Deutschland. Also das ist ja quasi das europäische Kenia, Uganda. Und morgen könnte es wieder auf das ursprüngliche hinauslaufen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ernsthaft am ersten Tag gefragt, ob man das Niveau so halten kann, weil können quasi so lange Rennen genauso spannend sein? Das ist theoretisch können, ja, aber ist das dann, hat man als Veranstalter das Glück, dass dieselben Rennen, also dass die Rennen bei derselben Veranstaltung genauso spannend haben? Weil wenn jetzt, keine Ahnung, wenn Jim Wormsley da gewesen war oder es hätte eine vergleichbare Performance gegeben und irgendwer wäre da so eine halbe Stunde von weglaufen, dann sicher werden da noch genügend Leute da gewesen, aber dann fehlt irgendwie der Veranstaltung ein bisschen was. Aber ich fand jetzt, jedes Rennen ist dann irgendwie im letzten Uphill oder Downhill entschieden worden. Bis zum Schluss war nicht klar, wenn der noch einbricht, dann kann noch irgendwas passieren. Und mehr wünscht eigentlich als Veranstalter ja, nicht. Da heißt jetzt nicht einmal, er knickt um oder sie knickt um, braucht oder sie hört es auf. Es hätte gereicht, dass irgendein Nahrungsaufnahme, irgendeine Wassergeschichte nicht hinhaut, das einfach ein bisschen zu überhitzt und zack, hast du bei diesen Anstiegen mit 30% rauf oder bist du 40% runter, da verlierst du halt einfach innerhalb von, da hast du gehabt ein paar Kilometer, wo die Leute Minuten auf einen Kilometer verloren haben und dann reißt halt schnell einmal 10, 20 Minuten auf. Ja, auf jeden Fall. Also das war echt super spannend und wir haben das ja ganze Jahr grundsätzlich in Innsbruck im Zielbereich genossen, haben uns da seit langem wieder mal auch kurz mal hinsetzen können und irgendwie den Livestream uns anschauen können und es ist quasi nicht Fahrt geworden. Also
Also man hat auch gesehen, dass Menschen, die eigentlich mit der Veranstaltung nichts zu tun haben, mitgerissen worden sind von dieser ganzen Stimmung und ab an Langdistanzrennen dort stehen blieben sind und das mitgefiebert haben im Endeffekt. Und das hast du halt bei einer kurzen Geschichte, die halt quasi wie bei einem Sprint ist, sagst du ja, aber wenn irgendwas 9 Stunden 52 Endzeit hat, dann die Spannung hochhalten ist jetzt dann nichts, was so leicht ist. Und also man muss auch heute wieder sagen, überall, wo es möglich war, hat es Livestream-Abdeckung gegeben. Sie haben es probiert mit Drohnen, sie haben es probiert mit Kameraläufern. Heute waren es, glaube ich, 20 Stück, die sie am Plan gehabt haben, dass sie die Besten verfolgt haben. Sie haben ja alles aufgeboten, was irgendwie gegangen ist. Nur dort nicht, wo einfach Signal ins Ziel zu bringen, through the air zu bringen war. So, puh, schwieriges deutsches Wort. Jetzt schau, die zeigt dir was und du kannst nicht mehr weiterreden. Ja, richtig. Und ich habe es auch nicht einmal lesen können, das ist das Schönste dran. Aber ich glaube, die Claudia Rossecker Die Claudia Rossecker ist am Hans-Psenner-Steg. Die kommt jetzt gleich ins Ziel. Ja, das heißt, wir werden sie auch noch als beste Österreicherin dann versuchen, vor das Mikrofon zu zerren. Und so, beste Österreicherin Claudia Rossecker haben wir jetzt da auch vor dem Mikro. Du bist heute, glaube ich, den ganzen Tag mit einem Grinser herumgelaufen. Wie war der Arbeitstag? Der Arbeitstag war teilweise anstrengend, aber schon sehr cool. Deswegen auch das Grinsen immer wieder. Du warst relativ früh schon recht weit vorn und du hast ja auch wirklich weit vorn gehalten. Ja. War das Gelände, also mit viel auf und runter und wenig Flachpassagen deins? Komplett meins, ja. Also bis zum Hordel oben war alles so mein Terrain, der Downhill auch noch. Und dann ist es halt ein wenig nicht so spannend geworden und da bin ich dann auch ein bisschen zurückgefallen. Aber das war okay. Ja. Ich habe auch bewusst rausgenommen, weil ich von Grinsens nach Kranebitten gewusst habe, da werde ich leiden. Ja. Einerseits die Hitze und weil es so flach ist. Ja. Naja, und hast du dann damit wieder für hinten aus ein bisschen was aufsparen können, weil der letzte Anstieg, der ja heute bei beiden, glaube ich, entscheidend war, ist ja nicht so ohne. Also weder rauf noch runter. Also der war ja halt auch nochmal 1200 Höhenmeter auf und richtig steil, was ich eigentlich gern mag, aber wenn du schon mal über 5000 Höhenmeter in die Füße hast, dann ist es nicht mehr so fein. Ist dir zum Beispiel mit dem Magen gut gegangen oder nicht? Weil wir haben vorhin ein paar Leute schon gehört mit, die einen sagen, ja, zu wenig getrunken, hab noch einen Krämpf gekriegt, die anderen haben gesagt, ich hab Nahrung nicht so gut vertragen und hab einen harten Magen gekriegt. Also ich habe die letzten paar Stunden nicht mehr essen können. Da habe ich mir müssen zwingen. Und die ganze Gels, das ist alles so süß, das habe ich schon nicht mehr runtergebracht. Dann habe ich halt hauptsächlich getrunken und am liebsten hätte ich nur noch Wasser getrunken. Aber es geht halt auch nicht. Man muss dann die Elektrolyte auch. Und da habe ich mich teilweise gezwungen. Aber und zwischendurch ein bisschen habe ich mir mal gedacht, der Magen so super ist, aber zum Schluss wieder alles okay. Ja, das ist eh wichtig, glaube ich, weil Kopf macht viel, aber wenn der Magen nicht mitspielt, dann hilft dann der stärkere Kopf nichts mehr. Ganz genau, ja, ganz genau. Gott sei Dank. Wie ist die mit der Hitze gegangen? Also weil es ist ja am Anfang war es ja noch ganz gut kühl und ein bisschen schattig oben Richtung Hordel auf und dann in die Senken einer ist ja brutal heiß geworden. Ah, da war es ziemlich heiß, ja. Und das zerrt dann natürlich schon. Ich habe dann schon Salztabletten auch zusätzlich genommen. Das hilft da dann. Krämpf war nie ein Anzeichen, dass ich kriege. Und ja, viel trinken. Und auch in dem Rennen sind ja die Jungen jetzt auch aus unserem Team. Ich glaube, die kommen erst, oder? Also, dass man sagt, in der AK40 ist man nicht mehr wettkampffähig, stimmt jetzt nicht ganz so, oder? Ja, auf lange Distanzen
geht es relativ ja, am ersten länger. Tag die kurze Distanz ist auch von der AK40 dominiert worden. Ja, stimmt eigentlich, genau, ja. Nein, hast recht, genau. Ja, nein, nein, das ist, wir haben da noch was zu melden dabei, ja. Ja. Ich glaube, gerade wenn es wirklich bergauf geht oder wenn wirklich Technik auch gefragt ist, da ist man wirklich lang kompetitiv, wenn man, ja, also wenn man gut ist natürlich. Wenn man das mag und ich mag das gern, das Technische, ja. Ja, ja. Na, dann lasse ich dich jetzt da ein bisschen feiern, weil ich glaube, da wartet jetzt schon eine ganze Runde die mit dir, was ganze trinken will. Familie, Freunde, ja, genau. Na, dann sage ich vielen, vielen Dank. Danke. Und gratuliere. Dankeschön. Gut, wir haben quasi schon zurückgeblickt auf den Tag. Wir haben kurz auch nach vorne geblickt auf den Mountain Classic. Wir haben wirklich viele, viele Stimmen aus der Mixed Zone eingefangen, die wir euch präsentiert haben. Und ich kann nur sagen, es war fulminant und das wird morgen, glaube ich, echt der krönende Abschluss einer gelungenen Weltmeisterschaft. Ja, also Respekt für diese WM. Morgen nochmal richtig jubeln, alle herkommen, die können, und dann gehen wir's an. Super. Passt, bis dann. Ja. Ciao.